Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Kornab. Sorry, dass gestern nichts kam, aber ihr habt vielleicht die Problematik bei YouTube mitbekommen. Es hätte eh keiner gesehen, deswegen haben wir uns entschieden, auch nichts hochzuladen. Dafür geht es aber heute phänomenal weiter. Wir haben nämlich hier ein Kirovets K700A vom Modder, keine Ahnung, beziehungsweise unbekannt. Das waren die Credits-Angaben von Forbidden Mods. Ich habe mal in die Moddesk reingeschaut, da steht drin Giants. Okay, wird es auch nicht sein. Lieber Unbekannter, das ist dein Mod. So, der kommt im Standard-Setup für 90.000 Euro euch zugrunde, beziehungsweise 4.590 Euro im Leasing. Hier wird fehlerhafterweise ein Fortschritt angezeigt als Hersteller, was natürlich nicht stimmt, weil es ist halt Kirovets, ne? Deswegen, ne? Deswegen haben wir da schon mal einen Fehler. Was können wir einstellen, beziehungsweise was haben wir allgemein? Wir haben Basisdaten 225 PS, 1510 Liter Diesel mit 198 Liter AdBlue. Möglich. 30 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit und auch hier wieder 4000 Liter irgendwas. Ja, okay, alles klar. Wir können die Hauptfarbe ändern in allen sämtlichen Variationen, die man sich vorstellen kann. Ja, selbst für solche Leute, die sowas spielen, obwohl sie da eigentlich eine Schelle dafür kriegen sollten. Dann haben wir in der Motorausführung den K700A Standardmotor. Für 8000 Aufpreis haben wir den K701 Motor und für 20.000 Euro Aufpreis haben wir den K710 Motor. Das sind dann jeweils 225, 300 und 500 PS. Als Reifenvariante haben wir standardgemäß Standard und Zwillingsbereifung für 3000 Euro Aufpreis. So, schauen wir uns das Ganze mal hier in Real an, in Anführungsstrichen, und da haben wir ihn. Auf den ersten Blick sieht soweit doch ganz okay aus, ne? Wir haben hier vorne ein Kennzeichen, dort Logo, und von den Texturen her muss ich sagen, irgendwie fehlt mir hier was. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Wenn ich hier so hingucke, ist das das Materialsystem vom 19er? Also das mit diesen Reflexionen und so, ich meine, Schatten wirft das Teil. Aber irgendwie fehlt hier was, so gefühlt an den Texturen. Es fehlt was. Es sieht ein bisschen zu platt aus. Ja, zu unlebendig, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ich denke mal, da ihr könnt damit was anfangen, wie ich das meine. Es fehlt irgendwas im Allgemeinen. Sieht aber trotzdem noch okay aus. Dafür, dass es nur eine Konversation, vor allen Dingen, also konvertiert ist. Ne? Die Reifen ist soweit ganz okay, passt. Wenn wir uns hinten im Heck hier anschauen, die Tafeln, die ja pixeln schon so vor sich hin. Lichter sind soweit in Ordnung. Hinten die Anschlüsse, ja. Wenn man sich das Ganze hier so anschaut, ja. Ist okay, das kann man so sagen. Und auch hier, wenn man jetzt das Ganze sich mal im Innenraum anschaut, das Lenkrad ist schrecklich, beziehungsweise das Logo vom Lenkrad ist schrecklich verpixelt. Für jetzt Batman. Aber auch hier, ne, das wirkt alles so. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Es wirkt nicht so richtig. Ich meine, es ist, man kann es immer noch gut ansehen, aber es fehlt halt irgendwas. Armaturen sind auch am Start. Die sind tot, so weg schon mal, das schon mal vorauszuschicken. Ansonsten hier, der Sitz ist soweit okay. So, jetzt kommen wir zur großen Frage. Wie ist der Sound? Und ich muss euch sagen, Lego Mio, nicht schlecht. Wir starten mal. In dem Moment denkt man sich, WTF? Aber, Moment. Ah ja. Ah ja. Ist an der Stelle ein bisschen zu leise geraten. Und jetzt hier pfeift er aus allen Löchern. Okay. Kann man soweit sagen, okay. Das Ganze hört sich so inne an. Ne, wie man es halt kennt. Und wenn er ausgeht, geht relativ schnell. Aber vom Sound her, so schon mal Motorsound. Ja, die Intention war da, hört sich auch geil an, ist aber noch nicht so hundertprozentig richtig. Deswegen, okay. Wir starten den ganzen Spaß nochmal. Ihr könnt natürlich auch währenddessen er den ganzen Sound hier abspielt, schon fahren. Ne? Sollte soweit auch klar sein. Wir fahren einfach mal ein Ründchen. Und um euch dann auch den Fahrzeug zu zeigen, aber dass die Sounddatei ist zu lang. In dem Fall. Das seht ihr, jetzt haben wir gar nichts. Jetzt haben wir dieses Gekluckere. Ah ja. Und jetzt muss man noch kurz abwarten, bis dieses Geticker wieder kommt. Genau. Und jetzt haben wir theoretisch den Fahrtsound. Und der Anfang ist geil. Also so gerade beim Beschleunigen so 0, 2, 5. Danach geht es eher so in diese eher etwas geschmeidige Richtung. Ich glaube, das geht geiler.
Aber die Intention ist auf jeden Fall schon mal da, aber der Sound muss definitiv noch gefixt werden. Zum Thema Funktionalität, wie schon gesagt, die Armaturen, die sind zwar da, bewirken aber nichts, ne? Die bewegen sich nicht, nichts da, nada, gar nichts. Wir haben Blinker-Sounds und Q-Hammer, wird aber auch am Armaturenbrett näher angezeigt, funktionieren aber einmal hinten und einmal vorne ohne Probleme. Wenn wir das Ganze hier mal in die Nacht reinschalten, sehen wir auch, die haben auch ihre Dinger. Rundumleuchten sind auch da, reflektieren in dem Fall auch. Wenn ich jetzt hier Licht anmache, innen wird nichts beleuchtet leider. Das ist normales Fahrtlicht, das ist vorderes Arbeitslicht und das ist Rücklicht. Problematisch, das Rücklicht ist zwar da, erscheint aber nicht. Das müsste also auch nochmal gefixt werden. Zum Thema Fahrverhalten, ihr habt schon gesehen, 43 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, die hält er auch. Ne, das ist kein Problem, selbst mit Tempomat hier, hat natürlich Knicker, ne, sollte auch soweit klar sein. Was aber hier bemerkenswert ist, ich habe ihn bis jetzt nicht zum Umfallen bringen können. Das ist bei mir schon eine Glanzleistung. Also Gewicht her scheint alles so zu passen. Ich versuche euch das mal hier so ein bisschen deutlich zu machen. Gucken, ob wir das hier hinkriegen. Wenn ich jetzt hier einfach Gas gebe, für die, die es schlecht wird, einfach mal weggucken. Ja. Also die Karre schmeißen, selbst mit 40 km/h, ist jetzt hier aktuell nicht drin. Das hält er so, so frei nach dem Motto. Noch zur größten Fragen aller Fragen, wie sieht der Lok aus? Nun, überraschenderweise sauber. Kein einziger Lokfehler, dieses HTTP hat damit nichts zu tun, danke da mal für den Hinweis. Komplett lokfehlerfrei. Wir halten also fest, wir haben hier einen Kirovetz, der noch nicht perfekt ist, bei weitem noch nicht perfekt ist, vielleicht auch die ein oder anderen Dinge hat, wie zum Beispiel, ich weiß, ich habe einen Kirovetz Rundumleuchten hatte. Bilder, die ich jetzt so gesehen habe auf die Schnelle, hatten es nicht bei Wikipedia. Am Licht muss noch gearbeitet werden, der Sound müsste noch geiler angepasst werden und vielleicht noch diese ganzen Texturen und den ganzen Spaß so. Aber dann haben wir doch hier schon mal einen sehr guten Kirovetz. Ich meine, für alle Russen-Freunde ist es jetzt definitiv schon ein Download-Grund, ne, ohne Frage. Aber ich hoffe, da kommen noch ein paar Updates dazu. Das wäre wirklich schön. So, lange genug geredet. Wenn ihr euch das Ganze downloaden wollt, findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch eine Bewertung. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Peace and out.